Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Wieder Montag, 16 Uhr, eine neue Folge von Celebrating Monday. Und diese Reihe veranstalten Julia Maser von Creative You, Petra Rosenbaum von Stempel dich bunt und ich. Wir zeigen euch Ideen oder Umsetzungen mit den neuen Celebration-Produkten von Stampin' Up. Und heute bin ich an der Reihe um 16 Uhr. Die Petra, die ist um 8 Uhr schon dran gewesen. Und ich habe eine Idee mit dem Stempelset, mit den niedlichen Erdmännchen. Und zwar ist das eine Ziehkarte, wenn ihr hier zieht. Dann erscheint da noch ein kleiner Erdmännchen-Zwerg. Und diese Idee, die ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe so eine Karte von meiner lieben Teamkollegin Conny Engelen zu Weihnachten bekommen. Hab die Karte extra aufgehoben. Und hatte immer vor, sie mal nachzumachen. Und jetzt bot sich das wunderbar für unsere Projektreihe an. Ich zeige euch, wie man die Karte zusammensetzt. Ich habe sie hier mit den Stampin' Blends, den Alkoholmarkern, koloriert. Fürs Video machen wir das gleich mit einem Wassertankpinsel und den Stempelkissen. Ganz alleine aus dem Grunde, weil das bei mir schneller geht. Ich bin nicht so geübt im Kolorieren mit Alkoholmarkern. Ich finde, es ist für den Fall auf jeden Fall gut geworden. Aber mir sind die Stempelkissen mit Wasser lieber. Das kann euch aber ja eigentlich egal sein. Der Mechanismus ist ja eigentlich hier das Entscheidende. Relativ simpel gemacht. Aber ich finde den Effekt ganz schön und der ist einfacher als die zweiseitige Ziehkarte, die man mit der Folie machen muss. Das ist ja doch immer ein bisschen Rumgeeiere und hier haben wir das ganz schnell und zügig fertig. Also wir fangen mal an. Ich lasse ihn mal, solange das geht, hier liegen. Ich habe eine Karte schon mal vorgeschnitten, quadratisch. Die ist 13 cm. Mal 26 cm und die habe ich dann bei 13 cm gefalzt. Ich falze da die Kante mal mit einem Falzbein richtig kräftig nach, damit die Karte auch gut hält. Dann habe ich hier ein Stück Sahara Sand Farbkarton. Der ist 12 mal 12 cm und den präge ich, damit wir ein bisschen Struktur hier reinbekommen, könnt ihr das sehen, mit dem Embossing Folder Struktureffekt. Das ist übrigens der gleiche, den ich auch in der Mittwochsreihe verlose. Das mache ich jetzt mal gerade. Dann zeige ich euch gerade mal das Ergebnis. Ja, ich glaube, jetzt kann man es gut sehen, oder? Das ist diese Prägeplatte. Die ist ganz leicht strukturiert, das sieht aus wie Leinen. Ich klebe das Stück saharafarbenen Farbkarton einfach auf die Karte auf. Dann habe ich hier ein Stück Designerpapier aus der Februar-Aktion. Das ist das Papier, das für alle Handstanzer Designs enthält, also wie ihr hier seht, für die Tulpe, für den Regenschirm, für die Blümchen und auf den Rückseiten sind dann ruhige, in sich gemusterte Papiere und da habe ich mir jetzt hier das Grüne halt rausgesucht. Das wollte ich gerne für die Mitte hier nehmen. Ich fand, das passte ganz schön zu meinen Kakteen. Und die Kakteen, die stempel ich jetzt ganz einfach in Schwarz auf. Ich möchte das Stempelset gerade noch mal zeigen. Das ist hier das Celebration Stempelset von uns allen mit den ganzen Erdmännchen. Und dann haben wir hier noch eine Kaktee. Und
Einen. Soll das ein kleines Krokodil sein? Ich bin mir nicht so sicher. Und dem kleinen Partyhut. Natürlich und ein paar Texten dann dazu. Das gibt's in Englisch und Französisch und halt Deutsch, das seht ihr ja. Und bei mir kommt halt jetzt die Kaktee voll zum Einsatz. Und ihr seht das hier. Ich habe die Kaktee einmal voll abgestempelt und danach habe ich mir die dann abgedeckt, damit ich die wirklich wie hintereinander stempeln konnte. Das machen wir jetzt hier auch. Wir stempeln die erste Kaktee komplett auf. Und danach decke ich mir die ab. Wie entsteht eine Maske? Ganz einfach, ihr stempelt euch das Motiv auf einen festeren Farbkarton. Ich habe hier Flüsterweiß fest oder dick genommen und habe die dann kantengenau ausgeschnitten. Und dann kann ich die passgenau auf mein Stempelmotiv auflegen und die anderen Motive jetzt darum rumstempeln. Dann nehme ich unseren neuen Etikettenstanzer und mit dem Stanzer kann man ja nicht nur das hübsche Etikett stanzen, sondern auch den Schlitz und den Punkt. Und ich nehme also jetzt den Schlitz, damit ich mir hier rechts und links jeweils diesen Schlitz stanzen kann, durch den ich dann später das Band ziehe. Dann nehmen wir ein Stück Band. Ich habe hier Twillband in Olivgrün. Ihr schneidet ungefähr 30 cm ab. Dann seid ihr aber auf der sicheren Seite und fädelt das Band jetzt von unten durch den rechten Schlitz und wieder nach unten weg, na, durch den linken Schlitz. Zieht das ein bisschen durch. Und dann können wir auch das Stück Papier schon aufkleben. Vorsichtig jetzt sein, also wir kleben natürlich nur die beiden langen Seiten und ich mache noch einen kleinen Winkel die Ecke rum hier. Dann nehme ich mir meine vorher gefalzt und beklebte Karte und setze das Stück wieder mittig auf die Karte auf. Und klebt das schon mal fest. Dann könnt ihr den Faden, das Band hier ziehen. Ich habe hier flüsterweißen Farbkarton. Ich habe auch wieder die dicke Variante ausgesucht, denn wenn das jetzt nass wird, ich wollte nicht, dass sich das zu stark wälzt. Alternativ könntet ihr natürlich auch wieder den Farbkarton Seidenglanz nehmen, der sich ja auch sehr, sehr schön kolorieren lässt. Ich habe hier ein Stück flüsterweißen Farbkarton, der ist 8 cm mal 10 cm. Und für das kleine Erdmännchen dann nochmal ein Stück, das ist 4,5 cm mal 4 cm. Ich stempel jetzt erstmal alle Motive in Schwarz auf. Auch für die Erdmännchengruppe habe ich mir eine Maske geschnitten und für den kleinen genauso. Ihr seht, hier habe ich schon ein paar Mal drüber gestempelt. Das sieht dann nicht mehr so schön aus, erfüllt aber seinen Zweck noch völlig. Ich fange an mit der Erdmännchengruppe und nehme dann die Kakteen wieder zur Hand. Jetzt fange ich an zu kolorieren. Ich habe mir dafür hier schon mal die Farben zurechtgelegt. Für die Erdmännchen und nachher für den angedeuteten Sand oder für den Boden habe ich Savanne, Sahara Sand und Granit. Für die Kakteen habe ich grüner Apfel und Olivgrün. Und für die Kakteenblüte richtig knallig Kussrot. Damit ich die Farbe einfacher aufnehmen kann, habe ich die Stempelkissen
mal fest zusammengedrückt und dann setzt sich Farbe im Deckel ab. Das war noch nicht fest genug. Nochmal drücken. Und dann seht ihr, hier sind Farbspuren. Die reichen aber völlig, weil das so stark pigmentiert ja ist. Dann kommen wir damit wunderbar hin. Ich fange jetzt mit den Kakteen an und gehe dann zu den Erdmännchen und den Blüten über. Ich habe einen ganz gewöhnlichen Aquapainter hier, einen Wassertankpinsel, und nehme jetzt nur wenig Wasser, damit mir das nicht zu feucht oder zu nass wird, denn wir wollen ja gleich direkt weiterarbeiten. Jetzt setzen wir das Papier auf. Das große Stück wird mit Dimensionals, mit Abstandsklebern aufgesetzt und das kleine wird fest auf das Band auf. Als Maß nehmt ihr den gestanzten Schlitz und um es festzukleben, nehmt ihr Mini-Klebepunkte, Aufhebhelfer. Da das Papier nicht sehr breit ist, sollten da 3 Klebepunkte reichen. Ihr legt euch das Band in die Mitte eures Schlitzes und das kleine Bild natürlich auch. Darauf achten, dass ihr also oben unten ungefähr den gleichen Abstand habt und klebt das fest. Dann kommt das kolorierte Stück. Dafür nehmt ihr jetzt Abstandskleber in den mittleren Bereich, wo jetzt gleich das Band läuft, macht ihr keine. Und jetzt brauchen wir noch die Ziehpunkte hier am Ende des Bands. Dafür messen wir jetzt noch mal kurz aus, wie lang das Band tatsächlich sein muss. Also, wenn das Kerlchen komplett verschwunden ist, dann soll der Punkt ja tatsächlich hier auch am Ende sein, damit es nicht zu weit durchrutscht und dann quasi hinten wieder rauskommt. Ich habe hier einen 1,5-Inch-Stanzer. Ihr seht, das ist noch das ganz alte Modell, aber der funktioniert immer noch. Und ein Stück Farbkarton Kussrot. Nehmen wir 4 Stück. Für jede Seite 2. So, ich habe das hier bei mir mit den Mini-Klebepunkten gemacht, bin da aber nicht so überzeugt von, weil die Punkte da nicht so schön übereinander kleben. Also werden wir das jetzt mit dem Flüssigkleber machen. Und wenn er geöffnet ist, da stoppt er hier an den Klebepunkten. Dann weiß ich auch die Begrenzung für die linke Seite. Das überschüssige Band schneide ich jetzt ab. Und fertig ist unser Ziehmechanismus. Ich hatte auch noch innen ein bisschen gestempelt, hatte aber nicht bedacht, dass ja die Alkoholmarker auf die Rückseite durchziehen. Deshalb würde ich jetzt tatsächlich sagen, wir stempeln hier nur farbig auf und kolorieren das Ganze nicht, denn auch die Wasserfarbe würde ja nach hinten dann wellen oder das wäre ja zu schade. Wir nehmen also nochmal den Kaktus und dann nehme ich da das kleine Erdmännchen, das hier hochgekrabbelt kommt. Und im Set ist auch noch der Text zum Geburtstag viel Glück und Freude. Und den stempel ich jetzt in Schwarz. Und ich bin fertig mit meiner Ziehkarte.
mit dem Set von uns allen aus der Celebration 2020. Ihr könnt jetzt selber entscheiden, wie ihr kolorieren möchtet. Die rechte Karte ist die Originalkarte, die habe ich mit Stampin' Blends, den Alkoholmarkern, koloriert und links mit Wassertankpinsel und unseren Stempelkissen. Ich hoffe, euch gefällt mein kleines Projekt und ihr versucht das auch mal. Ihr könnt das natürlich auf jede andere Kartenform anpassen. Die Karte von der Conny, die war ja auch ganz normal A6. Das ist ja eine ganz normale Klappkarte gewesen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich auf nächsten Montag, wenn wir weitermachen mit dem Celebrating Monday. Bis dahin eine schöne Woche, macht es gut und tschüss. We'll be right back.